Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 290.678 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. Dies sind 8.926 mehr als am Vortag. 2.722 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit erhöht sich die Anzahl der Genesungen auf insgesamt 70.209. 2.722 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 91 Patienten starben am Berichtstag. 7,1 Millionen Virusteste wurden durchgeführt, somit 200.000 am Berichtstag. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 5%. Schwerpunkt der Coronavirus-Erkrankung ist der Großraum Moskau mit 174.352 Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 12.912, die Region Nischni Nowgorod mit 6.692, das Gebiet Sverdlovsk mit 2.862 und die Republik Dagestan mit 3.371 Erkrankten. 978 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 26 mehr als am Vortag. Dies sind 0,3% der Gesamterkrankungen in Russland. 22 Patienten konnten am Berichtstag aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 383 Personen. Am Berichtstag gab es keine Sterbefälle. Bisher sind, entsprechend der föderalen Statistik, 11 Sterbefälle im Kaliningrader Gebiet für den Gesamtzeitraum zu beklagen. Die Kaliningrader Regionalstatistik zeigt 13 Sterbefälle an. Bewohner und Besucher des Kaliningrader Gebietes sollten die rot hinterlegten Hinweise in der Grafik beachten. Verletzungen dieser Festlegungen haben Folgen im Rahmen der russischen Gesetzgebung.